Moin aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf Gut Eichhof, wenn ich das richtig gesehen habe. So, was hatten wir denn vor? Lena hatte was vor mit ihrer Freundin hier, mit der Neuen. Aha. Warum steht das Ding eigentlich hier wieder? Einladen, über Nacht zu bleiben. Ja. Süße Nettigkeiten flüstern. Mehr Auswahl. Romantik. Schade, jetzt haben wir es verkackt. Flirten. Aha. Jetzt haben wir es verkackt. Ganz ehrlich. Techtelmechtel mit Aneta. Machen wir es so. Guck mal. Dann können wir vielleicht die Aneta auch fragen, ob sie sich nicht unserem Haushalt anschließt. Wo geht denn das? Aktionen. Aktionen. Freundlich. Ja, das machen wir. Warum gibt's kein Techtelmechtel? Warum? Pimbo a frosh. Oder ist das der Bug, weil wir haben sie ja in dem Sinne schon mal gefragt, ob sie sich dem Haushalt anschließen will? Jawoll! So, du kommst hier rein. Oh, heiraten? Was? Neues Bestreben. Abgeschlossenes Bestreben. Knauser und Sparen gute Entscheidungen haben alle zufolge bei der Alexander ihren Traum verwirklicht. Herrlich reich zu werden. Na, guck mal an. Das nehmen wir denn jetzt als neues Bestreben. Nicht pleite gehen, genau. Verdient haben. Herrenhaus Briesensee. Baronsee. Herrenhaus-Baroness, Mann. Herrenhaus-Briesensee. Ja, nee, ist klar. Oh, Wamberg.
So. Come on. Come on. Oh, boys. Yaffa. Mister. Was muss sie denn? Was muss sie denn als Herrenhaus-Baroness überhaupt machen? Und wo kann ich das einsehen? Haben die sich jetzt in der Wolle hier oder was? Hä? Kann ja lustig werden. Übrigens, ne, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen, aber wo sehe ich ihr Bestreben? Angespannt? Wegen Merkmal Einzelgänger, fühlen sich in ihrer Nähe von Fremden nicht wohl. Wieso, die ist jetzt hier eingezogen, wir sind verlobt, weißt du? Da ist das Bestreben. Ein Haus im Wert von über 50.000 haben. Haben wir ja schon. 15 Kunstwerke besitzen. Na, guck mal. Was will er denn? Oh, unser Geist. Wenn wir jetzt Lena... Wenn wir jetzt Lena sehr wütend, weil Eifersucht, okay, der hat doch gar nicht geflirtet, sie hat sich nur entschuldigt. Aber das könnte doch theoretisch dann die Alexa vielleicht kaufen, 2 Stück noch, und dann hätte sie das auch. Bei 2 Verabredungen mit dem Ehepartner Silber verdienen. Ja, das können wir dann beim nächsten Mal vielleicht machen, eine Verabredung mit dem Ehepartner. Das heißt, wir müssen erstmal heiraten, natürlich. Und wir sollten diese Urne verkaufen, glaube ich. Was habe ich als Kind gemalt? Sah auch immer so aus. Ist das schon fertig? Dann kann sie das doch vielleicht. Okay. Schlafen alle. Schon wieder irgendwas kaputt? Wo ist denn die Urne? Hier. Boah, Gespenst herbeirufen. Oh ja, das ist neu, oder? Thank you.
Steht auch noch Essen rum. Oh. Was können wir noch machen? Torka! Und wir entlassen den Geist ins Jenseits. Jawoll! Und weg ist er. Glaube ich. Jetzt können wir... Sie kann es nicht. Kann sie mit der Dings irgendwas machen? Nö. So. Dann wirst du das Bild an einen Sammler verkaufen. Dieser Sammler ist dann hoffentlich... Warum? Klassisches Gemälde. Ein großes klassisches Gemälde. Was ist hier denn los? Erschöpft, weil Energie extrem niedrig. Ah ja, Wie sieht denn das hier bei dir aus? Eine Bar besitzen, 10 Getränke mixen. Okay. Was hast du für ein Bestreben? 15 Kunstwerke. Warst du auch? Von 2 Sims nicht gemocht werden, naja. So, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz gucken. Bestimmten Sim öffnen. Nee, sie kann eigentlich rein. Du solltest das längst mal reparieren, du Pfeife. Was plätschert denn hier noch? Es plätschert noch irgendwo anders. Ich habe dir Unrecht getan. Es tut mir leid. Vielleicht. Nee, es tut mir nicht leid. Welchem Bett schläft sie denn? Hä? Wo schläft sie denn? Da. Steht hier jetzt so eine olle... Stand die schon immer da? Ach ja, sicher. Warum steht da jetzt so eine Klappcouch? Aber, liebe Leute, wie es hier weitergeht mit den beiden, ob die sich wieder grün werden, weil das soll sich hier ja auch niemand fetzen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, wer die nächsten Bestreben erreicht. Und... Ja.
wie es hier weitergeht. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis morgen. Tschüssi.